was in dieser Folge passiert. In German you say swans in mein Arsch. Swans in mein Arsch? The fuck, you are good. Und das war gut, ist voll gut geworden, oder so? Ah, nice. Hey, das ist voll gut geworden, sei ehrlich so, oder? Soll ich Schwanger sein beim Bauch verstecken? Ja, lass dir. Ja. Hey Leute, was geht? Und damit willkommen zu einem neuen Ome.tv Video. Leute, es freut mich extrem, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ich habe das Video gerade gecuttet und so war ich hier sitze. Es ist eins der geilsten, wenn nicht sogar das geilste und lustigste Ome.tv Video, was ich jemals hochgeladen habe, Leute. Ich sage euch ehrlich, also die Lachflashs sind hier garantiert. Ich sage euch ehrlich, Leute. Deswegen lasst dafür auf Ehre unbedingt die 10.000 Likes da, weil Bruder hat wirklich nur die besten der besten Clips drin, Leute. Deswegen, wer hier neu ist, Leute, ihr müsst jetzt abonnieren für dieses Marshaller geile Video. Ansonsten, Leute, mir gehen langsam so ein bisschen die Anmachsprüche aus. Deswegen, Leute, helft mir ein bisschen in den Kommentaren. Ballert mal alle jetzt einen Anmachspruch in die Kommentare fürs nächste Video. Vielleicht seid ihr ja auch im Video mit dabei mit eurem Anmachspruch. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß in dem Video. Jalla, Abfahrt. Nicht mit Feuer im Mund sprechen, das macht man nicht. Du warst gestern? Guck mal, wir sind alle so richtig fett, wollen wir uns zusammen abnehmen? Ja, okay. Könntest du Sport treiben gemeinsam? Ja, ja. Wir sind auch alle voll sportlich und so. Es gibt richtig coole Sportarten. Okay. Sag mal, schieß los. Ich weiß, was er sagt. Fahrradfahren zum Beispiel können wir machen. Wir können zusammen Fahrrad fahren. Ja, das machen wir jeden Tag zur Schule. Ich habe einen Bauernhof, wir können zusammen reiten gehen. Was wollen wir so zusammen Sport machen? Heftig, haben schon mal eine Gemeinsamkeit. Ich reite auf Pferden und auf was redest du so? Ich rede auch. Kann ich dir jetzt auf, bitte? Nee, weißt du, ich reite auf so ein Holzpferd, weißt du? Was guckst du? Also, ich fand's jetzt gar nicht so schlecht, oder? Schickes Buch. Ach so, meinst du das hier? Ey, ich finde das auch voll cool. Ey, das habe ich online gekauft. Ich fand das voll cool so zum Zeichnen. Warum? Was ist damit? Steht irgendwie hier so eine schwarze Seite. Hier steht irgendwie so: How to use it. The human whose picture is written in the snow shall die. Was heißt es? The human? Ich kann halt kein Englisch. Aber egal. Kannst du das vielleicht wegmachen so? Ah, du meinst, ich soll das Bild wieder wegmachen? Wie lange ist das jetzt schon drin? Hier steht nämlich, ich glaube, wir haben jetzt noch, 4 Minuten oder so. Kannst du mal an, schnell so. Ich soll mich jetzt beeilen, so? Ja, mach das weg mit einer Hand. Ja, ja. Warte, ich habe gerade so ein bisschen Probleme mit meinen Händen. Das tut. Ich habe aufsehen gerade aus dem Fenster geworfen. Ist das jetzt, muss das, glaube ich, erst schnell holen gehen. Leichte Beute sind wie auf unserem Weg für den Teufel. Ich beeile mich, okay? Ich gehe es schnell holen. Ich bin gleich wieder da. Warte. Ah, wo war das denn jetzt? Ich finde die Seite halt gerade nicht. Ah, die Zeit rennt aber auch. Es ist schon scheiße jetzt. Kacke. Ja, ich beeile mich, ne? Ich hab's gleich, okay? Hä, es ist... Ich weiß nicht. Wo kommt das her? Bist du der Echte? Wer ist denn der Echte? Kommt drauf an, was das Original ist. TikTok. Ah. Gibst du mir eine Minute Zeit, um dich zu zeichnen? Ja, meinetwegen. Ach, Junge. Meine Netze tascht da auch auf. Zack. Bruder, wie sagst du von 1 bis 10? Oh, yo. Hätte besser getroffen, als ich dachte. Ja, wollte ich auch sagen. Du hast sogar ganze 5 Minuten Zeit, um darüber zu lachen. Stell dir vor. Bruder, ich hab einen Zauberstab. Was machst du jetzt? Gibst du mir kurz eine Minute Zeit, um dich zu zeichnen? Ja, mach mal. Okay, cool. Sag aber, so ist gesagt, zähl immer von 3 runter und dann fange ich an zu zeichnen, okay? Okay, 3, 2, 1. Okay. Ah, ich muss dein Headset mit machen, das wird schwierig, egal. Werd nur so von 1 bis 10. Das war gut, ist voll gut geworden, oder so? Ah, nice. Hey, das ist voll gut geworden, sei ehrlich so, oder? Hä? Alles gut? Ich schau mal. Das ist so lustig. Hä, das habe ich nur gekauft. Aber meine roten Haare kriegst du schon irgendwie noch. Rote Haare? Also ja, weil die sind jetzt nicht in der Skizze mit drin gewesen. Das ist nicht so originalgetreu. Warte, deine roten Haare. Ah, doch, guck mal, die sind doch mit drin. Ah, okay. Ja, ja. Wait a minute. So, perfekt. Walla Krise, allen hilfst du ihn hoch, aber selbst bleibst du liegen. Weil hier steht irgendwie so: Human whose picture is a dwarf in the snow shall die. Keine Ahnung, was das heißt, aber. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, dass die Personen, die da drin stehen, beste Leben haben werden. Drin ja, ich habe von auch mal, ich habe auch vorhin meinen Eigennamen da reingeschrieben, so fürs Glück und so, verstehst du? Ach so, ja. Ja, ja, tatsächlich. Also wir. Scheiße, einmal abgestürzt. Oh, ey, ich mal kurz ein Bild von mir reiten, okay? Guck, ich bin fertig. Hier, ich habe uns beim Reiten gemalt. Guck, ich bin das Pferd und du stehst auf dem Pferd so. Mm, ja, okay. Aber ja. Gesagt, wir reiten gemeinsam. So, findet ihr das? Okay. Ist das gut? Super Plan, ganz toll.
Hä? Ich weiß was, ich wollte dich vorher eigentlich fragen, ob wir zusammen ins Kino gehen wollen. Aber mir ist mir eingefallen, man darf einfach nichts Süßes mit reinnehmen. So, das ist schon kacke. Aber weißt du, vielleicht meinst du, wir kriegen sowas Süßes mit reingeschmuggelt? Meinst du, das kriegen wir hin? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken, ob wir dich reinbekommen. Hey, was meinst du? Ich hab eigentlich mit Orius hier gesprochen. Ja, ich weiß. Aber ich habe von dir gesprochen. Das war jetzt smart. Warte mal. Ich übersetze jetzt einfach mal. Also heißt es ja schon mal, dass wir quasi sowas wie ein Date haben. So zusammen ins Kino gehen und so. Verstehst du? Kannst du mir nur kurz deinen Namen verraten? Ich heiße Carina. Carina, gut. Weil dann rufe ich euch noch meine Mom an und sage ihr den Namen meiner neuen Traumfrau. Warte. Hey! Ey, ihr habt da beide ein bisschen Gesicht im Make-up tatsächlich. Ja? Ja, aber es sieht voll schön aus. Danke. Ich wollte tatsächlich eigentlich mit euch ins Kino gehen. Aber man darf einfach nichts Süßes mit reinnehmen, Digga. Ist voll ehrenlos so, tatsächlich. Ja. Soll ich Schwanggesellen beim Bauch verstecken? Alles? Ja. Ich höre, die hat Störungen, Alter. Ey, meine Nachbarin hat auch Möpse, Digga. Da bin ich auch ab und zu mal zum Besuch zum Streicheln so. Ey, die hat voll die süßen Möpse, ich sag dir ehrlich so. Zählt runter von 3, 2, 1, fange ich an mit Zeichen, okay? Okay. Bin fertig, wie findet ihr das? Ich finde, das ist voll gut geworden, oder? Ich sag, ist gut geworden, oder? Ja. Wusstest du, by the way, ich bin neu hier auf Spotify, Dingsbums da. Und ich glaube, ich habe dich da sogar irgendwo gesehen. Und zwar, ich glaube, unter den hottesten Singles habe ich dich sogar gefunden. Daher kenne ich dich sogar. Heute ist ein guter Tag. Das der war echt gut. Sag schon, der war schon wild, sei ehrlich so. Der war wirklich gut gerade. Vielleicht bekomme ich ja dein Insta, wenn ich dich jetzt überzeuge, indem ich in einer Minute so ein Skizzenbild von dir mal, okay? Gut, gib mir eine Minute Zeit, ich fange an. Ab jetzt. Der Kopf sieht so ein bisschen aus wie ein Ei, das ist sehr einfach zu malen, das passt, das ist sehr cool. Danke. Bitte, gerne, immer gern. Hast du auch so ein komisches, sieht aus wie so ein, dieses Ding da in der Nase? Ja, danke. Du scheinst ja echt nett zu sein. Von 1 bis 10, wie gut ist das? Gute 11. Sagst du, es ist eine 11? Ja, danke. Das ist auch eine 11, ich muss sagen, es ist schon eine 11 von 10. Ehrenlos. Ich streich das sogar wieder durch, okay? Passt schon. Brauchst du Krankenwagen? Brauchst du Krankenwagen? Warte, ich rufe. Alles gut. Warte, hast du dich gerade verliebt oder warum schreist du so? Ich glaube, die hat sich gerade verliebt, die Frau. Warte. Wie kann ich dir weiterhelfen? Warte. Ja. Und dann halt ich. Brauchst du jetzt einen Krankenwagen? Nein, alles gut. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Was denn? Mein Nachname würde irgendwie super zu deinem Vornamen passen, tatsächlich. Wie denn? Ja, das frage ich mich auch. Wie heißt du denn? Wie ist dein Vorname? Eigentlich Celine. Celine. Ja. Ich trage mir jetzt immer nur so immer in mein Buch mit ein. Weil mit einem Person, die ich hier so rede, trage ich es immer in das Buch mit ein. Das war zwar richtig teuer und irgendwie waren richtig so komische Kommentare so, aber ich fand das voll cool, es sah voll cool aus so. Das Ding ist, bei allen Personen, wo ich auch Bilder bisher so reingemalt habe, irgendwie bei denen ist auf einmal überall so rote Farbe, so, keine Ahnung, und so richtig komisch so, ich weiß auch nicht. FBI, open up! Warum hast du eigentlich so eine hohe Stimme? Man sagt doch auch so schön, guck mal, Alter zählt nicht so, weißt du? Hä, wie alt bist du denn? Schönheit vor Alter, weißt du? Ja, dann hast du zweimal verkackt, ne? Ja. Wie alt bist du jetzt? Ja, sagst du mir jetzt, wie alt du bist? Aber wir haben so einen guten Ersteindruck, oder? Meinst du? Wie du die Frage die ganze Zeit ignorierst, ist schon asozial, ne? Weil welche Frage meinst du denn? Ja, wie alt du bist? Ach, sag das doch gleich. Ich bin 23, ja. Mache ein Jurastudium, bin 3. September 1998 geboren und bin im dritten Semester. Noch Fragen?